Hallo, willkommen hier in der Bonusfolge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also klicke, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Wir haben das, ja, Demo erfolgreich beendet und haben jetzt die Bonus freigeschaltet. Glückwunsch zum Abschluss. Du hast jetzt Zugriff für die folgenden Extras: Play Old Demo. Das ist die Demo aus 2010, die das Projekt so richtig ins Rollen gebracht hat. Okay. Was haben wir? Oh nein! Das ist jetzt ein Problem. Italiano, ich spiele auf Italiano. Emotionen, Emotionen. Nein, wir spielen auf Englisch. Ich und mein Englisch-Skill hier. Okay. And the Seven Cities of Gold. Ah, ja. Press F5 during the game. Ja, ja. Barrett College, New York. Dieser Stein-Artefakt war discovered in my class. Dieser Stein wurde. Oh, several other origin artifacts were discovered in Dick. Now the Dick wasn't a major Dick and the artifacts were discovered were not major finds. But each piece of history in the Ocean can uncover is important. Okay then, read chapters 21 and 22 for next week. Was? Momente später. It's good to be back here at Barnett College. I just got back from a trip to the Orient. I wonder where Markus is. I haven't seen him since I've gotten back. I better find out. So schnell kann ich nicht lesen. Seine Brieftasche. Oh mein Gott, das, ja. Das ist ein sehr schönes, ein wirklich sehr schönes. Wir sind ja, ja, Indiana Jones 3 startete damals hier an dem College, wo Dr. Jones halt, ja, Kurse und Unterricht gibt. Und es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Er hat sehr große Füße. Sieht ein bisschen aus wie Bigfoot. Oh, das ist die Besenkammer. Wo ist Boris Becker? Ah, guck mal hier. That looks to be an oil can. Although knowing the janitor, it could be anything. Pick up. I don't think anybody will mind if I take this. Ah, und Wischmopp. I don't need that. Oh, okay. Stairway, die Treppen hoch sind leider. I can't really get there. The paint on the stairway is doing. Ja, also er kann da nicht hochgehen hier. Die Absperrung verhindert das. So, er hat echt große Füße. It's a display case with some minor pieces that I collected in. Ja, es ist eine kleine Sammlung von Sachen, die er gefunden hat. Ah, guck mal. Professor Milbray. Ich klaue mir jetzt die Kreide. Pictures. Several framed photographs of Barnett's history. Ja, einige berühmte Bilder von der Geschichte dieses College. There's a class in a session in there. I don't want to get in. Also da ist eine Klasse drin, die gerade Unterricht hat und er möchte nicht stören. So, I'm drinking. Ah, er trinkt halt sehr gerne. Sehr schön. Was haben wir hier? Ist das sein Büro? Ja, das ist sein Büro. Das ist Irene. Das ist seine Sekretärin. Guten Abend, Irene. Good afternoon and welcome back, Dr. Jones. Ja, hallo. Have you seen Markus? Haben Sie Markus gesehen? Nein, habe ich nicht. Do you want to hear about my trip? Wollen Sie was von meinem Trip hören oder von meiner Reise? Nicht jetzt. Ich bin sehr beschäftigt. Oh, goodbye. Bye, Dr. Jones. Okay. Ah, it's, ist das heutige Datum. Freitag, der 12. April 1940. I wish it was the weekend already. Ich wünschte, wir hatten schon Wochenende. This war, das war ein Geschenk from the school. Das war ein Geschenk der Schule von Irene. Some of us belong Irene and. Ja, ja. It's just Irene's file. Okay. Das ist dann mein Bereich hier. Jawohl.
Eine Riesennase, eine Pfingstnase. Poor Markus, he brought this from a street vendor in Cairo. He instanced that it is actually... Nein. Achso. Schade. Ich kann es nicht nochmal lesen. Chuck, die Pflanze. Die ist auch überall. This used to be my father's house, but they gave it to me as a gift list. Ja, das, die gehörte eigentlich meinem Vater, aber er hat sie mir letztes Jahr geschenkt. Und hier, just some olifants. Okay. Oh, papers. My students work. Was für eine Arbeit. Use flight papers? No, I don't want to mark the interior papers now. Okay. Kann ich sie mitnehmen? No. Use telephone. Phone with Markus is not at home. I hope the mobile phone will be in use. Er ist nicht zu Hause. Er wünscht, also Indy wünscht, dass das Mobiltelefon bald erfunden wird. Hier vorne ist Sam und Max, ich fass es nicht. Eine römische Statue. It's a rare antique Roman statue of an emperor two pets, Samius und Maximus. Es ist eine antike römische Statue. It looks like a nice day outside. Es ist, sieht nach einem wunderschönen Tag aus. Open, wie im Film. I don't need to open the window right now. Okay, dann muss ich es noch nicht öffnen. Okay. Kann ich mir hier irgendwas mitnehmen? It locked. I need my office key to open it. Oh. At my desk. Open. There's nothing in the... Oh. Hallo, wo ist denn jetzt mein Schlüssel? Oh, wo hat Indy den Schlüssel versteckt? Komm, es ist hier irgendwo drin, ich weiß es. Okay, dann vielleicht spiele ich doch ein bisschen weiter. Bisher geht das noch mit dem Englisch. Was haben wir hier? Kommen wir da raus? I should find our... Ich muss herausfinden, wo Markus ist, bevor ich mich entscheide, irgendwo anders hinzugehen. Bruno. Talk to me. He doesn't seem to be the... Er sieht nicht nach dem Typ aus, der gerne redet. Hallo Biff. He teach you have some nerve of talking to us. Yes, that last test. Yeah, well, Mommy, Bruno aren't happy about this. Ja, er und Bruno sind nicht besonders glücklich über den letzten Test. Maybe this will teach you to appreciate. Möglicherweise wird euch das eine Lehre sein. Oh, yeah, well, maybe me and Bruno have more important things to worry about than people who find out junk in the dirt, right, Bruno? And that's not all. You also rated us out to the principal for... Oh, so schnell kann ich nicht lesen. Well, you did Markus Brown's car. Hey, we are just eating on the eggs. Oh, slipping on the hands. Well, there's a rose of an teacher because of the resolution. So, dann schauen wir mal hier vorne bei unserem Kollegen mal. Vielleicht kann er mir helfen, wo Markus ist. Hallo, Professor. Willkommen zurück, Dr. Jones. I trust your trip to the Orient went well. Ich hoffe, ja, Herr Voran, that was good to hear. Schön gut zu hören. Ah, Gott, so schnell kann ich nicht lesen. Do you want to hear about my trip to the Orient? Have your things been here? Here. Haben Sie Markus gesehen? Markus? Er hat es letzte Woche verlassen und ist auf einem auf einer Reise. Ah! Oh! Can you tell me anything? Moment. Kann ich das hier irgendwie... Nein, ich komme jetzt natürlich nicht in das Menü rein. Can you tell me anything about that trip, Markus? Können Sie mir irgendwas über die Reise von Markus sagen? Nein, tut mir leid. Warten Sie, ich erinnere mich. Ich glaube, ein Telegramm war an dem Morgen für dich. Check with your... Ah! Goodbye, Dr. Jones. So, kann ich jetzt... Nein. No. Na super. Ich kann es gar nicht langsamer setzen. Vielleicht hat meine Sekretärin ja was bekommen. Good afternoon. I hear the, ich habe gehört, da ist ein Telegramm für mich gekommen.
Oh ja, I slipped in my mind. A telegram from Markus arrived to you. Hab ich ganz vergessen. Oh, Entschuldigung, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, da, von Markus. Ich habe es im Filenkabinett in your... here, take this key. Ah, hier, ich habe es in ihrem Schrank gelegt. Hier ist ihr Schlüssel. Danke. Warum hat sie den Schlüssel von meinem Schrank? Guten Tag, Dr. Jones. Warum hat sie verdammt nochmal den Schlüssel zu meinem Schrank? Just das mit dem... Oh, großartig. Now the key is stuck in the lock. I need to free it now. Toll, jetzt steckt der Schlüssel in... Ah, guck mal. Ach ja, ich habe eine Ölkanne. Der Schlüssel steckt im Schloss fest. Mal ein bisschen Öl. Da, das Öl hat das Ganze gerichtet. Der Key bewegt sich wieder und ich glaube, es funktioniert jetzt. No, I don't want to pick up the candle. Ah, es ist schon offen. Da ist das Telegramm von Markus. Nein, ich walk to. Ach doch, Lücke. Ich habe found something of interest while on trip to American Southwest. Ich habe etwas sehr Interessantes bei meiner Reise ins amerikanischen, in den amerikanischen Südwesten gefunden. Stop. It could be, es könnte wichtig sein für archaeological. Es könnte ein wichtiger archäologischer Fund sein. Just you came out to let stuff in Arizona to meet me. Vielleicht kannst du ja heraus hier zu mir nach Arizona kommen, um mich zu treffen. I am staying at the Flagstaff Sunrise Hotel. Stop. Ich bin im Flagstaff Sunrise Hotel. Stop, Marcus Brody. Inzwischen. I think that we teach old Dr. John lesson. Ich glaube, das ist eine gute Lektion für unseren alten Dr. Jones. He won't be going anywhere for a while. Slipped around. Er wird wohl nicht irgendwo hinfahren können, nachdem wir seine Reifen zerstochen haben. Hahaha, toll. Das ist ja kacke. Komme ich jetzt hier raus? Ja. Oh, großartig. Es schaut, es sieht so aus, als wenn jemand meine Reifen zerstochen hat. I can't leave now. The tire is flat. Ja, ich kann nirgendwo hin. Die Reifen sind platt. Das ist richtig. Du sollst es ja nur öffnen. Okay. Aha. Da ist ein Reparaturkit. Ach, pick up. Use Reparaturkit mit Reifen. Maybe if I use this with... Ah, möglicherweise, wenn ich das benutze und dann dies und dann das hier muss. Und ah ja, jetzt hat's funktioniert. Macht ihr den Kofferraum auch wieder zu oder fährt er jetzt einfach? At better close. Tatsächlich. Das gefällt mir. Arizona, ich komme. Erstaunlich schnell mit dem Auto. Indiana Jones and the Seven Seals. Ja, das war's schon. Ja, cool, Freunde. Also konnte ich euch das auch zeigen. Sorry, meine nicht so ganz guten Englischkenntnisse, aber hey. Das war ein sehr cooler Bonusteil und ich bin stolz wie Oscar, dass ich euch das zeigen konnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen lieben Dank auch hier fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ja, dann bis zum nächsten Abenteuer mit Indiana Jones und mit mir, dem NRW bei 18. Macht es gut, bis dann. NRW bei 18, adieu.